Bevor es losgeht, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Channel abonnieren würdet und ansonsten viel Spaß im Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Planet auf Platte. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, heute habe ich euch tatsächlicherweise einfach mal wieder auf die Schnelle drei neue Scheiben mitgebracht. Ich weiß, der eine oder andere wird jetzt die eine oder andere Scheibe schon kennen, weil ich die in dem letzten Livestream in unserem Freitagabend live bei Dirk von Direct Drive Records auf dem Kanal am letzten Freitag auch schon mal ganz kurz in die Kamera gehalten hatte. Ich verlinke euch auch gerne den Livestream nochmal unterm Video hier. Schaut da unbedingt auch mal vorbei, beziehungsweise lasst dem Dirk auch ein Abo und ein Like da und uns natürlich auch, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, aber nichtsdestotrotz habe ich gedacht, ich stelle euch diese drei neuen Scheiben in unserer Sammlung einfach doch nochmal vor, weil das sind wirklich diesmal sehr, sehr besondere Scheiben und ja, ich würde sagen, wir starten auch schon direkt rein mit einem alten Bekannten. Eigentlich ist es ein alter Hut, ich gebe es ja zu. Wir haben da uns auch einfach nur Influenzen bzw. inspirieren lassen von dem lieben Pete von Basement 45. Der hat da neulich eine Plattenvorstellung drüber gemacht, beziehungsweise hatte die in seiner Plattenvorstellung mit drinnen, in der schnellen 5 oder so war das mit drin. Und ja, hier Us 3 mit Hand on the Torch ist halt wirklich ein spektakuläres Album. Also schaut da auch gerne mal bei Pete von Basement 45 auf dem Kanal vorbei. Der hat das Album da schon wunderbar beschrieben, deswegen werde ich da jetzt auch gar nicht mehr ganz so viele Worte zu sagen, aber wie gesagt, also ich wollte es euch nicht vorenthalten, das ist hier die 2023er Music on Vinyl Variante und das Ganze ist wirklich klanglich in der Musikrichtung, wie ich finde, was wirklich sehr, sehr, sehr Besonderes, wirklich extrem spektakulär von der Klangqualität, von der Aufnahmequalität, vom Sound her ist das wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz großes Kino und ja, musikalisch ebenso großes Kino, weil ich finde, das Ganze hier stellt wirklich einfach so ein. Also es kann, meiner Meinung nach, kann das ein Türöffner für vieles sein. Also in viele verschiedene Richtungen, sage ich mal. Wenn man in den Jazz reinhören möchte oder in den Jazz reinkommen möchte, dann ist das hier wirklich eine tolle Sache. Aber auch auf der anderen Seite, wenn man in den Hip-Hop oder in den Rap so ein bisschen rein möchte, finde ich, ist das auch ein wunderbarer Türöffner. Und wenn man einfach nur Lust auf wundervolle Musik hat, ist das auch echt ein gutes Ding. Also das ist echt so ein Allrounder, der immer geht. Und ja, sind Songs drauf wie Cantaloupe, I Got It Going On, Different Rhythms, Different People, It's Like That, Just Another Brother, Cruisin', I Go To Work, Tucker Youth's Rhythm, Knowledge of Self, Lazy Day, 11 Long Years, Make Tracks und The Dark Side. Ja, also wie gesagt, das ist halt so eine Mischung aus Jazz und Hip-Hop gepaart, relativ einfacher Jazz, also sehr zugänglicher Jazz und auch vom Hip-Hop-mäßigen her auch sehr zugänglich. Also es macht echt Spaß, das Ding auch so nebenbei, so als Hintergrundmusik irgendwie beim Essen oder so, finde ich, geht die auch, wenn man sich jetzt nicht unbedingt ganz viel dabei unterhalten möchte oder so. Also ist schon jetzt vielleicht nicht unbedingt bei einem Gespräch als Hintergrundmusik so zu empfehlen, aber wenn man einfach so ein bisschen begleitende Musik, keine Ahnung, zum Essen oder so, zum Chillen haben will, ist das schon echt eine coole Sache. Ich würde sagen, wir werfen da auch mal einmal kurz einen Blick rein, weil hier diese Music on Vinyl Variante auch wirklich schön gemacht ist, hier mit so einem selbst wieder verklebbaren Sleeve-Dingen. So, dann haben wir hier ganz normal das Cover, auch in einer vernünftigen, coolen Jacket. Halt kein Gatefold hier, ganz normal, das Ding, nichts Spektakuläres, aber reicht völlig aus so. Dann haben wir hier natürlich noch mit drinnen einen Lyric Sheet auf der einen Seite und hier noch so ein bisschen Credit-Kram auf der Rückseite mit drauf. So, dann schauen wir uns mal die Scheibe selbst an. Die Scheibe selbst kommt natürlich auf dem klassischen Blue Note Label, The Finest in Jazz since 1939. Natürlich, wunderbares Ding. Die ist jetzt natürlich auch schon wieder ganz schön staubig bei uns geworden, weil die auch wirklich jetzt, seitdem wir sie haben, und das ist noch gar nicht so lange, halt, wie gesagt, nach dem Video von Pete von Basement 45 das Ding direkt bestellt. Und ja, also wirklich, seitdem läuft die rauf und runter, weil das ist wirklich eine absolute Top-Empfehlung, das Ding. Auch das Cover finde ich wirklich fantastisch hier. Mit diesem Artwork
vorne drauf und hinten haben wir dann Credits, beziehungsweise so ein bisschen Geschichte zum Blue Note Label nochmal und auf der von euch aus gesehen linken Seite hier nochmal die Tracklist. Ja, so viel zu Us 3 mit Hand on the Torch. So, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Scheibe und die nächste Scheibe liegt mir persönlich wirklich ganz, ganz besonders am Herzen. Da muss ich nochmal ganz kurz parallel was suchen. So, jetzt habe ich es gefunden. Dann geht es auch schon weiter. Und ja, wie soll ich sagen, der eine oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich schon wieder denken, ey, wenn der Typ die noch einmal in die Kamera hält, dann dreh ich durch. Aber es hat seinen Grund und zwar hier die Agitation Free Second. Keine Sorge, die verschwindet gleich wieder. Aber ne, das ist euch wahrscheinlich mittlerweile allen, die unsere Videos schauen, mittlerweile den Begriff, ne? Agitation Free mit einmal der Malesch und halt auch der Second hier in unserer Sammlung. Und ja, sehr, sehr spektakulär, wirklich herausragend oder wirklich was Besonderes ist halt, dass Agitation Free tatsächlicherweise letztes Jahr 2023 nochmal nach, ich bin der Meinung, 25 Jahren? Nee, länger. Nee, muss ja deutlich länger sein. Egal, Zeitraum weiß ich jetzt nicht ganz genau, schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung nochmal rein. Aber halt nach einer unfassbar langen Abstinenz, beziehungsweise ja, nach einer ganz langen Zeit ohne neues Album, haben sie jetzt hier wirklich nochmal ein neues Album letztes Jahr rausgehauen, nämlich die Agitation Free Momentum. Und wie soll ich sagen, das ist halt wirklich, wirklich spektakulär. Das Ganze hier ist in einer Doppel-LP auf 1000 Stück limitiert, in einer farbigen Edition. Da kommen wir gleich noch zu, die zeige ich euch gleich natürlich noch. Aber erstmal vielleicht ein, zwei Worte zum Musikalischen hier drauf. Natürlich Agitation Free, bekannt als eine der Krautrock-Bands in Deutschland natürlich. So, und ja, wie soll ich sagen, die Zeit von Krautrock ist vielleicht so ein Stück weit ja vorbei, in Anführungszeichen. Wobei auch Marlon Murray hat es ja wirklich wunderbar unter Beweis gestellt, auch ein sehr krautiges Werk da aus dem Boden zu stampfen, beziehungsweise in die Welt zu bringen, was wirklich fantastisch ist. Und genauso ist es halt Agitation Free mit dem Album Momentum auch gelungen. Das Ganze hier beginnt auf Seite 1 im ersten Song mit einer Anmoderation von einem französischsprachigen Radiomoderator. Das ist schon wirklich spektakulär. Das macht wirklich schon richtig Spaß. Und dann geht es auch schon direkt rein in eine Welt von Elektro-Prog-Rock, Elektro-Krautrock, Elektro-Psych-Rock so ein Stück weit. Und ja, ist baut sich immer weiter auf. Es ist wirklich eine fantastische Reise, einmal ganz durch. Und ja, also meiner Meinung nach wirklich eine Band. Ich tue mich mal ein bisschen schwer, diese Redewendung zu verwenden, aber wie sagt man immer irgendwie, ja, eine Band, der es gelungen ist, wirklich gut zu altern. Also eigentlich ist es ja anders gemeint, wenn Alben gut gealtert sind. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Also die Band ist jetzt mit dem neuen Werk vom letzten Jahr nach der langen Zeit zurückgekommen und oder beziehungsweise nochmal wiedergekommen. Und ja, es ist irgendwie genau Agitation Free, aber auf der anderen Seite auch wieder so gar nicht. Und ja, aber trotzdem ist es irgendwie unverkennbar und halt auch wieder nicht. Also es ist wirklich einfach, das ist schwer zu beschreiben, aber hier wirklich eine absolute Top-Empfehlung und meiner Meinung nach eine absolute Perle in der heutigen Zeit, dass sowas nochmal wieder auferlegt wird oder aufleben darf irgendwie und Agitation Free da echt nochmal ein Album rausgehauen hat. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich fantastisch. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns hier nochmal ganz kurz das Vinyl an. Beziehungsweise erstmal das Cover, das Jacket. Das Jacket kommt hier in einem ganz normalen Sleeve. Das war, glaube ich, kein Gatefold. Nee, genau, das ist kein Gatefold. Ich habe hier auch noch den Shrink drum, der muss noch runter. So, vom Artwork her halt wirklich cool gemacht. Richtig schön modern gemacht, das Teil. Hinten drauf dann die Band und ja, diese Fotografie, diese Lichtverzerrungen, diese Fotografie, das deutet halt auch schön auf diese Elektro-Einflüsse hin so ein Stück weit. Und ja, also wirklich, das ist wirklich echt eine richtige Wucht, das Ding. Das ist echt ein Meisterwerk, finde ich. So, jetzt kommen wir hier nochmal ganz kurz zum Vinyl. Na, ich bin hier jetzt kürzlich irgendwie nochmal übergangsweise, weil ich da irgendwie zwei Pakete von geschenkt bekommen hatte, auf diese Reispapier, nennt man das so, diese Reispapier-Innenhüllen umgestiegen hier. Ich glaube, Nagaoka heißen die oder sowas, ne?
weiß ich auch noch nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Ist irgendwie doch relativ viel Gefriemel, da irgendwie die da rein und raus zu packen, aber mal schauen. Ich denke mal, im Endeffekt werde ich dann doch noch mehr oder weniger komplett auf die Sleeves von Michael 45 aus dem Shop, die Vinyl Storage Solution, oder wie die heißen? Nee, da habe ich mich jetzt vertan. Egal, ihr wisst, was ich meine. Schaut mal bei Michael 45 im Shop vorbei, da gibt's die guten Sleeves. So, jetzt aber hier zum Vinyl. Die eine hier wirklich in so einem mega coolen Marbled-Splatter, ne, Splatter ist es nicht, aber so Marbled-mäßig grünen Giftgrün mit dunkelgrün gepaart irgendwie. Das eine Vinyl und das andere Vinyl komplett anders. Die eine hier eben, die ich euch eben gezeigt habe, ist ein Stück weit translucent, durchsichtig. Die hier nicht. Die hier ist in so einem Blau, Himmelblau, Dunkelblau, Weiß, Marble, Splatter, Dingens, Bummens, Krempel da. Auch wirklich, wirklich schick gemacht. Schöne Cover, schöne Labels drauf. Also ja, gefällt mir auch wirklich optisch wirklich gut. Zur Klangqualität. Warte mal, ich lege das hier mal kurz zur Seite, dann knistert das hier nicht vor sich hin. Zur Klangqualität lässt sich da sagen, meiner Meinung nach klanglich wirklich, wirklich, wirklich hochwertig, richtig gut gemacht. Macht euch da absolut keine Sorgen wegen der Farbigkeit der Schallplatten. Da habe ich absolut gar keine Probleme mit. Also keine Störgeräusche, kein Knacksen, kein Ploppen, kein Knistern, kein gar nichts. Also läuft wirklich tadellos. Und der Richie von Lost in Hessen hat die Scheibe, glaube ich, auf schwarzem Vinyl und der sagt auch, die klingt fantastisch. Jetzt haben wir natürlich jetzt nicht beide gegenläufig gehört, deswegen ist es jetzt schwierig, da ein Urteil abzugeben, welche besser klingt. Aber ich kann jetzt nur hier von der farbigen sagen, die klingt schon wirklich, wirklich tadellos. Also keine Probleme. So, das war dann die Agitation Free Momentum. Also wirklich da absolute Top-Empfehlung. So, dann kommen wir als letztes zu einer Scheibe, die tatsächlich ein Geschenk war von dem lieben Guido aus Hamburg von Guidos Plattenkiste. Kanal verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Schaut da auch unbedingt mal vorbei. Und zwar hat der uns neulich ein bisschen Hi-Fi-Equipment wieder zurückgeschickt, was so ein bisschen auf der langen Reise war und unter anderem bei Guido Halt gemacht hat und jetzt wieder im Hafen angekommen ist, also zu Hause wieder bei uns angekommen ist, dass das Equipment, unter anderem natürlich auch das Nagaoka MP500 Tonabnehmersystem vom lieben André bzw. Kanal Versickten, den kennt ihr aber auch alle aus den Livestreams mit Sicherheit. Da auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich, André, dass wir die Möglichkeit haben, in das MP500 reinzuhören. Da sind wir dir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für und sind auch schon sehr gespannt, wie das MP500 klingen wird, beziehungsweise kann ich jetzt schon so ein bisschen anteasern. Es ist schon montiert, es läuft schon seit ein paar Tagen. Es ist wirklich großartig, aber da will ich nicht so viel vorausnehmen. Da wird jetzt zeitnah noch ein gesondertes Video zu kommen. So, und jetzt aber tatsächlich zu der Scheibe vom lieben Guido von Guidos Plattenkiste. Und zwar ist das hier die Jack Garrett mit dem Album Love, Death and Dancing. So, ja, das Ganze Paket ausgepackt, das Ganze ausgepackt, das Cover gesehen und schon gesehen, okay, das ist tendenziell wahrscheinlich eher was Moderneres, ein Stück weit, hier ja, mit dem Cover vorne drauf, mit dem Porträt in Anführungszeichen, auch künstlerisch wirklich echt cool gemacht, so ein bisschen CGI, Computer Generated Imaging mäßig gemacht irgendwie, dann hier drinnen wirklich auch noch tolle Fotos und beziehungsweise Bilder und hinten auch nochmal ein wirklich toll animiertes Porträt drauf und ja, also alleine vom Artwork, da hat Guido schon wieder voll ins Schwarze getroffen, weil er sich schon dachte, okay, hier, der Bengel ist Fotograf, das könnte passen, das ist bestimmt was für sein Auge und ja, Guido, absolut richtig, es ist natürlich vom Artwork her sensationell, so und ja, aber natürlich soll es hier nicht nur um das Artwork und nicht nur um die Optik gehen, sondern natürlich auch um den Klang und um die Musik, so. Ja, das Ganze ist hier übrigens auch eine Limited Edition. Das Ganze ist, glaube ich, von 2021, wenn ich jetzt richtig liege, stehe ich auf die Schnelle drauf. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich es jetzt auf die Schnelle finde. Ich glaube nicht. Made in der Tschechischen Republik. 2020, ja, von 2020 ist das Ganze, wenn ich das jetzt auf die Schnelle richtig gesehen habe. So, das Ganze ist eine limitierte Edition. Ich bin der Meinung, auf 1000 Stück, weiß ich aber nicht ganz genau. Hier auf so einem Clear, Crystal Clear Vinyl, beziehungsweise so richtig Crystal Clear ist es nicht. Eher so ein bisschen milchig irgendwie, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Schön gemacht irgendwie, coole Label drauf. Und ja, also auch hier von der Klangqualität wirklich, wirklich
top. Also da kann man echt nichts zu sagen. Ist ein Doppelalbum natürlich. Ich zeige euch jetzt aber nur eine, weil die zweite sieht mehr oder weniger genauso aus. Und nochmal gucken, ob die Label sich hier großartig unterscheiden. Naja gut, jetzt habe ich sie hier schon, dann zeige ich es euch doch nochmal. Genau, ja, im Prinzip halt echt nichts. Nichts Spektakuläres im Prinzip, außer halt, dass die Scheibe in so einem Clear gehalten ist. Ja, also wie gesagt, ne, auch hier klanglich wirklich tadellos, überhaupt kein Problem. Läuft einwandfrei und klanglich auch wirklich, wirklich satter Sound, vernünftig gemacht, toll, toll gemixt, toll gemastert. Schöne Scheibe. Jetzt natürlich das Entscheidende für euch, wohin geht das Ganze musikalisch? Ja, musikalisch ist das Ganze schwierig einzuordnen, weil es wäre jetzt meiner Meinung nach ein bisschen einfach jetzt zu sagen, das ist Pop. Es ist Pop, fertig, das Video ist vorbei, es ist Pop, tschüss. Nein, natürlich nicht. So, ja, es geht schon in die sehr, sehr poppige Richtung, es ist schon sehr poplastig, aber es ist so ein Indie-Pop. So, es ist textlich wirklich fantastisch gemacht, es ist toll gemacht, um euch da vielleicht auch nochmal ganz kurz ein, zwei Tracks zu nennen, ist hier zum Beispiel, der gefällt mir sehr gut, Get In My Way oder Better oder Doctor Please oder Mend A Heart, Anyone, Mara, Circles, Time, Only The Bravest, Old Enough, She Will Lay My Body On The Stone. Sind so ein paar Songs, die da drauf sind. Also textlich ist das Ganze ganz, ganz spannend und musikalisch ist das wirklich halt, ne, die kannst du auch mal, oder die sollte man auch ein bisschen aufdrehen, ein bisschen lauter machen, die macht richtig Spaß, das ist so ein Gute-Laune-Ding halt, so ein lockerer Indie-Pop, irgendwie nichts Tiefgründiges jetzt von der Musik her, von den Texten her ist es wirklich cool, aber von der Musik her ist es jetzt so, erstmal nichts Tiefgründiges so, ja, ist so ein Gute-Laune-Ding, kannst du richtig zu updancen irgendwie, macht auf jeden Fall Spaß, das Teil, so. Aber jetzt kommt halt, ne, wenn man dann, also das war so der erste Eindruck, wenn man dann aber mal irgendwie gechillt auf dem Sofa irgendwie rumhängt und sich das Ganze dann nochmal in Ruhe anhört und also trotzdem mit Lautstärke so ein Stück weit, ne? Wenn die Platten von Guido kommen, dann wissen wir ja, ne, da muss man immer ein bisschen mehr am Volume-Dreher drehen, weil, ne, Guido ist ja, glaube ich, unser Lautstärkekönig. Ja, so sagt er jetzt, so hatten wir das neulich irgendwie als Running Gag zumindest. So, ja, nein, aber tatsächlicherweise, wenn man das Ganze in Ruhe so ein bisschen sich zu Gemüte führt und so ein bisschen versucht, in Ruhe zu genießen das Ganze, dann ist das wirklich ein Klangteppich und eine Klanggeschichte, die sich auch sehr schön aufbaut und sehr schön durchgeht und immer so eine Reise ist und man da wirklich fantastisch viel von Mal zu Mal, je öfter man das hört, je mehr kann man entdecken. Und das finde ich halt so schön. Es ist auf der einen Seite so ein relativ lockerer, einfacher Indie-Pop und auf der anderen Seite ist es trotzdem, wenn man sich da richtig reinfühlt und da richtig reingeht, halt wirklich toll, fantastisch was zu entdecken und das macht einfach unfassbar Spaß. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, ganz, ganz großes Dankeschön an Guido von Guidos Plattenkiste. Wie gesagt, abchecken, abonnieren und dann haben wir es doch soweit. Ja, gut, dann würde ich sagen, das war's für heute auch schon wieder. Wir sind durch mit den drei Scheiben auf die Schnelle. Und ja, ich würde sagen, abonnieren nicht vergessen, liken und kommentieren natürlich auch nicht vergessen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.